Diese Woche entdecken wir zusammen mit der BLS die besten Ausflüge in der Region. Für die sagenumwobene Land vor grünen Fee nehmen wir den Zug nach Neuchâtel und steigen dort um auf eine Regio Richtung Bütt. Schon die Fahrt entlang vom Neuenburgersee durch die Areuse Schlucht unter dem berühmten Creux du Vent bis ins Val de Travers ist ein Erlebnis. Un des villages particuliers du Val de Travers, c'est Motier. C'est le village le plus historique, le plus vieux. C'est là qu'on a les plus vieilles maisons. Si vous partez de Motier, vous pouvez faire une balade extraordinaire. Im 11. Jahrhundert, um das Kloster entstanden, ist Motier die älteste Gemeinde im Val de Travers und ist allein schon wegen dem malerischen Ortsbild und der vielen öffentlichen Kunst ein Spaziergang wert. Für einen Zauber vor grünen Fee zu erleben, machen wir uns direkt auf einen Weg Richtung Wald und finden dann schon gleich eines der geheimen Verstecke vor Fee aus verbotenen Zeiten. C'est un peu comme à Walt Disney, vous savez, il y a des... ça scintille. Et puis d'un coup, ah, une grotte. Oh, un ruisseau. Oh, et puis, ah, une cascade. Et tout ça, c'est les fées qui viennent, clac, qui donnent des petits coups de baguette magique et qui nous invitent. Aber auch ohne Absinthe ist die Gegend rund um Motier bezaubernd und bietet diverse wunderschöne Örtli zum Verweilen und Staunen. C'est un écrin de verdure, le Val de Travers, où coule plein de rivières. Il y a toujours un bruit d'eau. Si vous aimez marcher, mais il y a des tas de possibilités qui s'offrent à vous. Il y a des tas d'autres coins au Val de Travers qui ne sont pas dans les livres touristiques. Und was neben der wunderschönen Aussicht und der Landschaft auch auf keine Tour durch das Val de Travers fehlen darf, ist der Besuch ihrer Absinthe-Brennerei. Schließlich ist das lang verbotene Aperitif hier Mitte 18. Jahrhundert von einer Heileren erfunden worden und wird noch heute beispielsweise von grünen Fee Gaudenzia gebrannt. Aber ziemlich schnell ist der Absinthe als Aperitif getrunken worden. Immer beliebter worden, berühmter und bekannter. Künstler haben auch gerne Absinthe getrunken. Etwa die vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und dann haben sie eben die grüne Fee gesehen. Und so ist die Geschichte der grünen Fee aufgekommen. Wir sehen bis heute immer noch da. Und darum gönnen wir uns zum Abschluss von heute auch noch ein Original Absinthe. Ohne Zucker, mit eiskaltem Wasser. So wie sie ihn hier im Val de Travers geniessen.